Hallo, hier ist Galaxy und Squad mit Mega Man 4 für den Gameboy. Heute mit Pharao Man. So, sein. Ja, natürlich tauchst du dann wieder auf. Okay. Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Was wollt ihr Skorpion-Roboter die ganze Zeit von mir? Du Libellchen, ah ja, du nervst mich nicht ewig, denn dich kann ich zerlegen. Moment. Ja, hier wäre im Originallevel, glaube ich, der Gegenstand gewesen, den ich mir damals holen hätte können. Oder habe ich ihn mir damals geholt? Bei Pharao Man weiß ich es nicht. Oh, vielen Dank. Gut, dass ich Topman zuerst gemacht habe. Hätte jetzt auch schief gehen können. Ja, euch kenne ich noch. Moment, unsere Waffenenergie. Ach so, hä? Wofür soll ich mir da meine Waffenenergie bei Dr. Wright auffüllen lassen? So. Ich verstehe schon, was das für eine Schwierigkeit sein soll. Ja, ja. Stört mich jetzt aber weniger. Da unten ist ein Energietank, ein großer Energietank, wohlgemerkt. Ich glaube, den hole ich mir. Er sieht jetzt nicht sonderlich schwer zu bekommen aus. Nicht wirklich, nein. Die netten Marienkäfer, die ich damals unterschätzt habe. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Die Energie hätte ich mir lieber holen sollen. Du triffst mich eh nicht. So. Oh oh, macht dieser Brocken das, was ich denke, dass er tut? Es war nicht gut gekämpft. Okay, Mittelpunkt nehme ich an. Ah, der Raum wiederholt sich auch schon zum. Dankeschön. Also das finde ich durchaus schon etwas schade, dass ich solche Bereiche. Ich hab's im Fazit zu dem anderen Mega Man. Habe ich es ja, glaube ich, eh erwähnt. Dass ich es schade finde, dass bestimmte Raumstrukturen, also ich meinte damals mit Strukturen, falls es jemand nicht verstanden hat, ich meinte die Raumstrukturen, dass ich die Räume quasi von ihrer Struktur her eben, von ihrem Aufbau her. Wiederholen, das fand ich schade. Aber ich bleibe bei der Meinung, dass es wahrscheinlich am Speicherplatz liegt. Ach so. So kommt man da auch ran. Gut. So, jetzt bloß nicht Kirre machen lassen. Drei Blocksprünge. Okay.
ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Brocken, die langsam blockweise nach unten brechen. Warum nicht? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Moment. Na, die hätte ich schon gerne. Das gehört Rush Coil. Und weil wir gerade noch zwei Leben haben, probiere ich den Gegner jetzt doch mal ohne. Ich weiß zwar, dass Pharaoh Man einer der wohl angeblich nervigsten Gegner ist. Ich hab den aber fast. Also von dem her. Nichtsdestotrotz. Der wird jetzt weggeleuchtet. Ach so. Wenn es nur darum geht. Okay. Diesen Pharaoman kann man wohl komplett damit besiegen. Und da bleibt sogar gar noch was übrig. Okay. Nee, aber der Pharaoman, den beurteile ich als definitiv mit Buster. Mit der richtigen Technik sogar einfach schaffbar. Denke ich mal. Wenn denn sogar ich den mit meiner lausigen Technik auf so wenige Lebenspunkte runterbringe, dann ist der definitiv schaffbar. So. Ich weiß gar nicht, wurde das beim eigentlich im vierten Teil mal gezeigt, dass man den so aufladen kann? Ich weiß es nicht mehr. Ne, da kommt nichts Gescheites raus. Bleibt bisher beim Eber. Na gut, na gut. Damit haben wir schon 3 von 4 Gegnern erledigt. Bleibt nur noch Ringman, vor dem ich, auch wenn es heißt, er wäre leichter, doch noch einen gehörigen Respekt habe, weil einfach für mich persönlich so ein großes Potenzial dabei ist, dass ich es verbocken kann. Und dann würde ich sagen, sage ich für heute Tschüss von Mega Man 4 für den Gameboy. Beim nächsten Mal machen wir Ringman. Ich bin Xy, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.